Ja! Noah, hast du das gesehen? Ich bin durch. Ich hab's geschafft. Ich bin fertig hier. Ich habe fertig. Jetzt hier mal sterben. Jetzt kommt wieder die Granny hier. Und jetzt wieder zurück zum letzten Punkt. Das wär's jetzt. Dann reißt sie mir gleich das. Ist mir gleich das Gesicht von der Haut. Vom Kopf. Zum Glück sind wir hier geblieben. Zum Glück sind wir hier wieder aufgewacht. Zurück vor die Tür. Okay, wenn wir hier runter landen, dann sind wir eigentlich geliefert. Müssen auch rüberkommen. Ja, und die Granny bei uns. Das möchte ich sehen. Was möchtest du sehen? Dass ich mir das Gesicht vom Kopf reiße. Nee, hab leider gerade keine Facecam an. Müssen wir noch im Halbdunkel sprinten. Knappe Sache. Und jetzt hier rüber. Ich will das, werde die Stream-Aufzeichnung jetzt doch, werde die trotzdem jetzt. Auf den ganz hochladen. Im Zweitkanal. Auch wenn wir hier jetzt ein bisschen weiter gekommen sind. Oh wei. Was mache ich denn jetzt hier? Es verschwindet hier die Boje. Das ist ja ein cooler Effekt. Die Granny will uns haben. An den Haken muss ich springen, an den Haken. Also hier. Na, das kann ich ja noch ans. In den Part mit reinschneiden, das kann ich ja dann im nächsten Part jetzt hier. Willkommen zurück zu einem neuen Part in den Nightmares. Ja, vielleicht kann ich das jetzt hier, nachdem wir durch die Tür waren, in einen Part reinschneiden. Können wir so machen. Ist das der Anfang vom ersten Part, der wieder auf dem Hauptkanal läuft? Oder? Möchte auch gerade sagen, wird sich anbieten. Oh wei. Es läuft doch hier gut. Sag das nicht zu laut, Zwergi. Uha. Da sagt er, es läuft gut. Und schon fällt er. Zum nächsten Checkpoint müssen wir jetzt noch kommen. Damit ich nicht aufhöre, dann im nächsten Part nicht hier wieder anfangen muss. Nicht wieder hinter der Tür anfangen. Könnte auch das jetzt hier der Checkpoint gewesen sein. Wo das Spiel dann aufhört. Das könnte es gerade sein, so wie das hier aussieht. Ist das hier ein Safe Point? Das ist hier eine geile Sache mit dem Leuchtturm hier mit der Boje. Leuchtturm ist nicht, aber dass die hier langsam versinkt, während wir versuchen da hochzuklettern. Wenn die sich das holt. Ich habe Animes Game auf der Switch. Und das heißt. Ich habe kein Animes Game auf der Switch. So konnte ich mich noch nicht für entscheiden. Nacht zurückgezogen. Das ist ein gutes Spiel. Habe ich noch nicht gespielt, aber Nacht zurückgezogen. In den Nightmares gibt es auch für die Switch mittlerweile. Haben sie mal geportet, glaube ich. Resident Evil und so weiter. Es gibt ja jetzt viele Exklusivtitel vorher. Gibt es ja jetzt auch für Switch. Verdammt. Stardew Valley.
ist ein Rollenspiel. Ich kenne das Spiel. Ich kenne Stardew Valley. Aber, ja, ist jetzt nichts für meinen Kanal, würde ich sagen. Könnte ich mir privat sehr gut vorstellen, das mal zu spielen. Ich spiele gerade Saman Mara, das ist. Ist wahrscheinlich ein anderes Genre. Ein anderes Spielegenre. Das hat so ein bisschen. Hat einen leichten Touch von Stardew Valley. Hat so ein bisschen. Was man auch ein bisschen. Ist auch ein kleines bisschen Farming Simulator. Hat Ähnlichkeiten. Samanara gibt es aber, glaube ich, nicht für die Switch. Doch, gibt es das für die Switch? Mittlerweile, glaube ich, schon. Könnte sein. Guckt das mal an, Noah. Vielleicht gefällt dir mal Samanara. Gibt es das Let's Play auf meinem Kanal? Kannst du dir. Verdammt. Ich glaube, wir müssen langsam mal aufhören. Es ist schon 19 Uhr. 19, 2. Ich glaube, das ist auch ein guter Checkpoint. Da haben sie sicher einen Checkpoint, Safepoint reingelegt. Dann lassen wir es mal damit gut sein. Fürs Handy. Ja, ernsthaft, Handy. Ja gut, dann beende ich diesen Stream an dieser Stelle und sage allen, die jetzt die Streamaufzeichnung im Paar sehen, gleich geht's weiter. Kurze Geduld. Für euch im Part geht es gleich weiter. Ich mache jetzt hier nur, das waren ja jetzt nur die ersten Minuten vom Part. Für euch geht es gleich weiter. Für die im Stream hört es jetzt auf. Ja, und damit nochmal offiziell willkommen zurück zu einem neuen Stream, zu einer neuen Aufnahme, zu einem neuen Part. Little Nightmares. Oha. Das im Stream, im Live-Let's Play. Mit Kids und mit dem Zwergenfürst und mit dem weggelaufenen Kind. So heißt der Charakter hier. Moin Noah und mit Noah im DLC. Und die Nightmares DLC. Willkommen zurück, Noah. So, es geht hier nach wie vor ums blanke Überleben. Wir sind hier wieder in so einer Passage. Der war der Greifhand, der Granny entkommen müssen. Und hier war vermutlich eine Sackgasse. Habe ich mir schon gedacht. Da haben wir schon einen Hinweis gesehen, wo wir hoch müssen. Ich habe da schon so einen Plan. Geht direkt zur Sache. Wollen wir mal versuchen, dort hinten zu dem Sofa zu schwimmen? Können wir doch mal machen. Einfach mal aus Spaß. Ich meine, ich werde jetzt sowieso drauf gehen. Wenn wir hier zum Sofa springen, einfach mal hier aufs Sofa drauf. Nein, das wird nichts. Da kommen wir wahrscheinlich eh nicht drauf. Ich wollte es nochmal ausprobieren. Da kannst du auch nicht ewig drauf hocken bleiben auf der Tür. Die wird irgendwann zerstört. So, hier mal rum. Oha. Bin ich vor Schreck runtergefallen. Wird die Boje hier runtergezogen und hops, ein bisschen hangeln hier, ein bisschen schwingen, 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 schwingen und schwingen, schwingen, kleiner Kid. So, hops, jetzt müssen wir da hoch an dem Gitter dort. Das befürchte ich doch. Oh Mann. Wird wahrscheinlich wieder nichts.
Oh, doch, es wird was, es wird was, es wird was, es wird was. Sehr gut. Oh, ja. Ihr wisst, was jetzt passieren wird. Brutze, Brutze, kleine Jenny. Kleine Granny. Nicht Brutze, Brutze. Schade. Ich würde das Wasser unter Strom setzen, neben die Granny drin ist. Ach, wirklich schade. So. Hier mal rüber. Ich fürchte, hier muss ich rüber. Oha! Sie wackelt. Ach du Schande. Wäre auch zu schön gewesen. Ja, wenn sie gebrutzelt hätte. Und jetzt? Ach du Scheiße. Hier wieder drauf. Ach, ich muss da woanders. Ich muss auf der anderen Sache gelangt. Ich muss dort zum Fernseher hoch wahrscheinlich. Auweia. Lass es uns nicht verklappen. Hier erstmal auf die Bretter drauf. Und jetzt hier lang. Huha. Ach du Scheiße. Auf den Fernseher drauf, auf den Fernseher. Auf den Fernseher. Spring drauf. Auf den Fernseher. An die Laterne dran, oder? Nein. Auf den Fernseher, auf den Fernseher, auf den Fernseher. Ha. Da sind wir gestorben. Nee, auf dem Fernseher müssen wir nicht drauf. Wir müssen uns irgendwo anders festhalten. Ach du Schreck. Okay, hier ist ein Safe Point. Wo können wir uns denn da festhalten, da drüben? Ah, okay, verstehe. Wir müssen den Fernseher runterschieben und dann an dem Fernseher entlang uns hangeln. Ist bestimmt auch schon ein Fehler, den Strom anzuschalten. Aber gut. So, hier nochmal. Hashtag Brutzel, Brutzel. Ganz genau. Da brutzelt sie wirklich. Aber wir auch. Das ist das Problem. Müssen wir aus dem Wasser raus sein. Auf den Schrank, auf den Schrank, auf den Schrank. Und hops. Auf den Koffer, auf den Koffer, auf den Koffer. Und jetzt... hier rüber. Auf die Bretter, auf die Bretter, auf die Bretter. Und jetzt hier hoch. Da fängt sie sofort an zu rütteln hier. Jetzt müssen wir den Kopf, den Rucksack, hier den, die Sache hier ganz schnell runterschieben. Würde ich doch so sagen, oder? Und jetzt hier, spring drauf. Halt dich am Seil fest oder so. Ach du Schande. So wird das nichts. Jetzt greift sie uns im Wasser. Jo. Ich glaube, wir müssen uns auf dem... Bevor der Fernseher ins Wasser fällt, müssen wir da rüberkommen. Wir müssen mit dem Fernseher. Wahrscheinlich während der noch... Der hat ja ein Seil da dran. Wir müssen uns irgendwie ans Seil hängen oder... Irgendwie so ist die Idee. Ich weiß nicht, ob das mit dem Strom das Richtige ist. Aber was nicht vielleicht auch ohne Strom machen kann. Das vielleicht nicht die Lösung ist, dass wir den Fernseher auslassen. Und einfach hier, da können wir ja auch ohne Strom dran entlang. Und den Fernseher, dann können wir dran hangeln. Wenn der ohne Strom ist, ist das, glaube ich, machbarer. Oha. Aber was passiert jetzt? Ach, das Wasser steigt. Ah, okay. Hier steigt jetzt das Wasser. Den Hebel betätige. Dann steigt das Wasser an. Was blöd ist für den Fernseher. Und hab's.
Können wir uns an dem Seil hier festhalten? Können wir nicht. Fernseher. Auf den Fernseher, würde ich sagen. Schnell auf den Fernseher. Da sind wir, glaube ich, am sichersten erstmal. Müssen wir uns hier irgendwie festhalten.